ultimate marathon from the land, which is the city of Babylon. Dress in my hands, don't confuse me for cinema. I'm one of a gun, as I go like a Digimon. When I'm evolving, not many books, many revolvers. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr seht, gibt es mal wieder ein Unboxing. Ich habe schon aufgemacht, aber dann habe ich reingeschaut. Schon alleine aus dem Grund, weil ich dann wieder rumschneiden muss. 10.000 Stunden. Auf jeden Fall, deswegen habe ich es aufgemacht. Und ich bin wirklich wieder richtig froh, dass ich mal wieder Feuerwerk unboxen kann. Ich glaube, mein letztes Unboxing war ja logischerweise Silvester. Und heute kommt ein bisschen Cut 1 von... Wo steht hier? Pyroland. Und ja, dann würde ich sagen, laufen wir nicht lange und schauen rein. Genau. Sehr geil. Pyroland-Sticker. Ich habe schon bei ein paar Bestellungen, ein paar Unboxings angeschaut und da waren die dabei. Da dachte ich mir, saugeil. Da habe ich jetzt einige Pyroland-Sticker. Also finde ich wirklich top von Pyroland. Also danke dafür auf jeden Fall mal. Schöne Sticker. Dann die altbekannten Wunderkerzen, tanzen, singen, lachen, scherzen. Ja. Und was haben wir hier? Irgendeine Karte. Danke. Dann könnt ihr euch dann selbst durchlesen oder ich lese mir dann. Ah, hier, sehr geil, hier ist sogar eine echte Unterschrift. Seht, sogar eine echte Unterschrift. Sie bedanken sich dabei halt, dass ich ihre Artikel bestellt habe. Glaube ich zumindest. Lest mir dann noch mal durch. Okay. Ah, noch ein Sticker. Noch einen großen Sticker. Sehr geil auf jeden Fall. Freue ich mich, die irgendwo dran zu kleben. Dann geht es jetzt auch schon los. Wieder sehr gut verpackt, wie man uns eigentlich gewöhnt ist bei Pyroland. Ah. Fangen wir gleich hier an. Hier haben wir. What the heilige Scheiße. Power Rauchball XXL. Also Leute, habt ihr schon mal solche Rauchbälle gesehen? Heilige. Die haben, wie viele NEM haben die? Die haben 44 Gramm. Ich denke mal, das wird auf alle verteilt sein, logischerweise. Aber die sind wirklich verdammt schwer. Ich glaube, die wiegen, keine Ahnung, einen halben Kilo oder so. Aber sehr geil auf jeden Fall. Die werdet ihr die nächsten Tage, Wochen auf meinem Kanal dann als Test finden. Pyroland, ihr seht's. Schauen wir mal hier hin. Oder legen wir hin, wie auch immer. Was ist das? Ah, ein Rauchprojektor. Also das ist einfach nur so ein Rauchtopf, der halt ultra viel Rauch hier oben raus sprüht. 60 Sekunden Brenndauer und 60 Gramm. Also da kommt schon einiges raus, wenn ihr euch das Kaliber hier nur mal anschaut. Kommt schon einiges raus. Wie gesagt, alles von Pyroland. Und nein, ich habe es nicht umsonst bekommen. Ich habe es ganz normal gezahlt, weil das ja momentan so rumgeht, dass Pyroland das alles sponsert und keine Ahnung was. Und dann hier Power Smoke, ebenfalls von Pyroland, gelb. Die haben 90 Gramm NEM, 63 Sekunden. Ich habe mir einfach Gold bestellt, weil die gelbe Farbe anscheinend am saftigsten und am geilsten ausschauen soll. Und ja, ich bin echt froh, wenn ich die alle mal testen kann. Dann haben wir hier Power Smoke Bund 5er Pack auf dem Pyroland. 60 Sekunden Brenndauer und 101 Gramm. Also sind hier pro Fackel anscheinend 2-3 Gramm mehr. Das glaube ich, habe ich schon mal in einem Video gesehen, dass die anscheinend länger sprühen sollen. Und ja. Wie gesagt, ist nur eine kleine Bestellung, bloß mal für ein paar Tests, weil Silvester wird schon wieder sehr teuer. Hier. Und hier der letzte Artikel, Gigasmoke 300. Das ist eigentlich für Feuerwehrübungen oder sowas gedacht, habe ich gelesen. Aber für 0 Uhr oder so, also unterm Jahr kann sich jetzt nicht zünden, sonst denken die Feuerwehrleute, keine Ahnung, der Wald brennt ab oder sowas. Aber für Silvester 0 Uhr oder so, da geht das schon, weil da raucht sowieso wie, keine Ahnung was. 300 Sekunden dauert das Teil, also so 5 Minuten, glaube ich, steht irgendwie genau hier, weiß 5 Minuten Rauchsäule. Ich glaube, das raucht nur, einseitig, genau, einseitig raucht.
Ja, NEM 60 Gramm, genau wie der Rauchprojektor. Und ja, ich glaube, das Papier ist jetzt leer. Ich glaube, es gibt hier normalerweise nichts mehr. Nein, seht, nichts mehr drinnen. Jetzt baue ich das nochmal kurz ganz schnell auf, die paar Teile, und dann seht ihr nochmal eine kleine Gesamtübersicht. Solving illegal tendencies of any 70s, illustrate misery living on infamy, infamous Lord. If you come back from the dead, you would go back to the morgue. I hunt you like Sun Tzu, so better be humble. Don't make me, I'm Wesley in the art of war. Sword, synonym, you will be flying. Truth, NNM, I will be lying. Raw, ain't no Hakuna Matata. Cause you shouldn't fuck with a lion.